Nach der Olympiade in Rio haben sich natürlich viele gefragt, was kommt nach Fabian Hambüchen? Wir können die Antwort geben. Er ist nicht nur ein großartiger Turner, sondern auch ein kleiner Muskelprotz. Einen großen Applaus für Ali. Weißt du, wer ich bin? Ja, Thomas Gottschalk. Na, aber immer. Na, bitteschön. Wer hat mehr? Ah! Ali, du bist wirklich 5 Jahre alt. Ja. Was willst du mal werden? 6? Ja. Wann hast du gemerkt, dass du stärker bist als alle anderen in deinem Alter? Ja. Ja. Wo kommst du her? Jetzt kann er nicht Ja sagen. Ja. Ja. Machen wir erstmal eine Atemübung. Komm, ja. Steh mal auf. Dann machen wir. Na, du kannst dich auch da draufstellen. So. Wie muss man das vorm Ton? Nee? Nee. Nee? So ein bisschen. Ah, so. Okay. Gut. Gut für die Beinmuskeln. Ja. Jetzt die Armmuskeln. Okay. So, jetzt sind wir aber locker. Willst du mal erstmal vielleicht so zum Einstieg so ein bisschen mit mir so Kräfte messen machen? Ein bisschen Arm drücken? Ja, Arm drücken. Arm drücken? Ja, ja, nicht so kommen. Also, wollen wir so Arm drücken? Ja. Na gut. Bei 3 geht's los, okay? Ja. Du zählst. 1, 2, 3. Ach, komm! Du haust mir ja vom Sofa, Kerl. Ja. So, ich glaube, so redet sich's besser, oder? Ja. Ja. Also, was kannst du für Turnübungen? Kannst du klettern? Ja. Kannst du Bodenturnen? Ja. Kannst du Reck? Ja. Kannst du Cha-Cha-Cha? Nein. Gut. Richtige Antwort. Ja. Sag mal, als ich klein war, okay? Ja. Als du klein warst, ja. Was hast du dann gemacht? Sport? Naja, leider wenig. Wenig. Aber ich weiß zum Beispiel, dass du eine hohe Stange hochklettern kannst. Ja. Ich habe das mal versucht. Als ich klein war, da gab es so ein Fest und dann sind die Kinder alle an so einer Stange hochgeklettert und dann oben hingen Würstchen. Und dann durfte man sich, wenn man hochgekommen ist, ein Würstchen abreißen. Ja. Ich habe nie in meinem Leben ein Würstchen in der Hand gehabt, weil ich da nie hochgekommen bin. Oh, jetzt. Kannst du mir jetzt sagen, wie das geht, dass man eine Stange hochklettert? Einfach so, 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 so. So und so. Mit den Beinen muss man sich doch irgendwie abstoßen dann. Ja, da muss man so, so. Aber wenn du dich wieder hinsetzt, setz dich auch wieder richtig hin. So, okay. Also, wenn man Sportler ist, muss man sich da irgendwie besonders ernähren? Nein! Nein. Kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich mich richtig ernähre? Du musst einfach Sport machen. Ach so. Bin ich ein bisschen spät für mich? Ja. Liegestütz kann ich. Erzeug. Also pass auf. Also liegen ist schon mal wichtig. Das ist Liege und jetzt kommt Stütz. 1. Ah! 2. Ist das okay? Sag was. Na also, du lässt mich ja machen. Soll ich dich jetzt ansagen? Ja. Gut. Verarschst du mich? Hast du Gummibärchen? Hat hier einer welche dabei? Bring einfach. Das ist sehr nett. Dankeschön. Das ist ja. Danke dir. Schon fast aufgegessen. Schau mal hier. Okay. Gut. Pass auf, du erzählst mir eine Geschichte aus 4 Sätzen, dafür kriegst du Gummibärchen. Die längste Geschichte deines Lebens.
Also du musst Fleisch essen, damit du stark bist. Und Milch und Müsli und Fruchtsalat. Lieber, das war ein Roman. Okay, das war ein Gummibärchen. Okay. Für das nächste Gummibärchen erzählst du mir jetzt, was du mal werden willst, wenn du groß bist. Ich werde ein starker Junge. Na gut. Gut. Das eine kriegst du gratis. Sag einfach mal, Mensch Tommy, das war toll bei dir, wann kann ich wiederkommen? Mensch Tommy, wann kannst du wieder? Okay. Gut. Und jetzt sag, hau ab, ich würde gerne was tonen. Hau ab, ich möchte gerne was tonen. Okay, ich bin schon weg. Jetzt kommt der Auftritt von Ali. Wir sehen Ali jetzt bei Ausübung seines Faches. Und nachdem nur Fachleute wissen, was er leistet, haben wir einen Fachmann im Studio, der das hauptberuflich macht. Hier ist Ron Ringgut, der jetzt Alis Übungen kommentieren wird. Ali, leg los. Ja, also hallo und herzlich willkommen. Ich habe mich hier ins Publikum gesetzt und kann bestens sehen, was Ali hier zeigen wird. Und ihr habt schon mal gesehen, es beginnt mit einer Rolle vorwärts. Also wir sind noch im kleinen 1x1 der jungen Turner hier in dem Grätschsitz. Wir erkennen auch sofort die große Flexibilität. Also da gehört nicht nur Geschicklichkeit dazu. Die Schiffchenposition haben wir gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, während er diese Bodenübungen hier zeigt, nochmal mit einem Kopfstand. Wunderschön in der Ausführung. Dass er sich sicherlich auch schon auf die Geräte freut, die hinter ihm zu sehen sind. Aber ein Rad kommt noch dazu von Ali. Und das bringt er perfekt in den Stand. Und natürlich gehört Magnesia dazu. Für die Füße, für die Hände. Denn es warten schon weite Geräte. Also, eine standardmäßige Kletterstange. Und er geht dort hoch wie Spider-Man, als wenn es überhaupt kein Problem ist. Immer die Füße gesetzt, die Hände sichert also perfekt. Und mal gucken, ob er oben anschlägt. Da ist sogar eine Glocke. Jawohl, und da ist er. Ali, vorsichtig wieder runter. Perfekt gemacht in einer sensationellen Zeit. Jetzt sehen wir ihn, den kleinen Mann Ali aus Riesa. Der nicht nur Kraft hat und Geschicklichkeit, sondern der auch einfach mal eine Marke ist und der macht hier Klimmzüge. Viele kennen diesen Begriff nur aus dem Internet selbst, bekommen sie es nicht hin. Das war schon der dritte, perfekt mit dem Kinn. Da kommt noch einer und er kämpft vielleicht sogar noch zu einem weiteren Klimmzug hier. Ali aus Sachsen zieht hier einfach mal gnadenlos durch. Gratulation zu dieser Übung. Respekt, Ali. Vielen Dank. Vielen Dank. So, komm, jetzt werden wir uns noch mal hier so verabschieden vom Publikum. Hier runter. Und wir bedanken uns bei unserem Kommentator. Hoppala, Ali. Dankeschön. Und danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Nimm das mit. Tschüss. Kannst du zu Hause moderieren üben. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. So. Da habe ich meinen Meister gefunden.